An sich klingt Minimalismus ziemlich einfach und ist ja auch ein Lifestyle, der dir dein Leben vereinfachen soll. Ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Monaten mit dem Thema Minimalismus, aber auch ich bin noch nicht an einem Punkt angekommen, an dem ich sagen würde, ich bin mit meiner minimalistischen Art zu 100% zufrieden. Und ich kann euch sagen, aller Anfang ist schwer und der Anfang ist immer schwierig. Und deswegen habe ich mal 7 Schritte rausgesucht, wie du minimalistisch leben kannst und wie du mit dem Minimalismus vielleicht anfangen kannst, damit das Ganze nicht ganz so schwer ist und nicht ganz so überfordernd ist. Als allererstes ist es ziemlich sinnvoll, deine Definition von Minimalismus zu finden. Also soweit ich weiß, gibt es keine offizielle Definition von Minimalismus. Minimalismus bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich nur noch Dinge haben möchte, die ich wirklich mag und die ich brauche. Also alle Dinge, die für mich nicht gut sind und die ich auch nicht in meinem Leben brauche, die möchte ich auch nicht in meinem Leben haben. Und für andere Leute bedeutet es vielleicht, eine bestimmte Anzahl von Dingen zu besitzen. Also ich sehe genug Dokumentationen, die irgendwie aussagen, man sei erst mit 100 Dingen Minimalist, was ich persönlich nicht ganz so sehe. Aber es hilft dir auf jeden Fall sehr, wenn du deine eigene Definition erstmal findest und überlegst, was sind eigentlich deine Ziele für deine Zukunft und was willst du erreichen und was willst du eigentlich machen? Denn das ist ziemlich wichtig, um im zweiten Schritt dir Inspiration zu holen. Das heißt, du kannst auch YouTube-Videos gucken, du kannst über das Thema lesen und dir ganz viele Informationen beschaffen. Auf meinem Kanal Lara Emily gibt es auch ziemlich viele Videos zum Thema Minimalismus und ich hoffe sehr, dass euch diese Videos auch eventuell motivieren und inspirieren. Und wenn wir dann so ein bisschen diese Vorarbeit gemacht haben, geht es nun im dritten Schritt darum, eher das Ganze in die Tat umzusetzen und anzufangen, aufzuräumen bzw. auszumisten. Ich persönlich habe Anfang dieses Jahres, also im Januar, angefangen, alles auszusortieren und auszumisten und ich habe mir jedes einzelne Teil in meinem Zimmer angeguckt und überlegt, brauche ich das noch, macht es mich glücklich und möchte ich das noch in meinem Leben haben? Mein Tipp ist auf jeden Fall, mach das Ganze Schritt für Schritt und sag nicht, du möchtest an einem Tag dein ganzes Haus ausmisten. Ich habe angefangen, meinen Kleiderschrank auszumisten und habe irgendwie an 2 Tagen meinen Kleiderschrank durchgeguckt. Danach war dann mein Schreibtisch dran, dann irgendwie mein Schmuckschrank, dann die anderen Areas in meinem Leben. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Ganze Schritt für Schritt zu machen, denn wenn du dich am Anfang schon überforderst, hast du irgendwann keine Lust mehr darauf und gibst diese ganze Sache ziemlich schnell auf, was nicht das Ziel davon ist. Also mach das wirklich Schritt für Schritt und nacheinander. Im vierten Schritt kannst du nun die ganzen Sachen verschenken oder verkaufen. Viele Klamotten von mir habe ich meiner Schwester bzw. auch meiner besten Freundin gegeben und wir haben so einen kleinen Kleidertausch auch gemacht. Ansonsten habe ich mir Kleiderkreise runtergeladen, habe auf Kleiderkreise schon einige Klamotten von mir verkauft. Meine alten Stifte und Schreibutensilien habe ich meinem Kindergarten gespendet. Und ansonsten habe ich etwas in den Secondhand-Laden bei uns gegeben, oder? Habe ich das gemacht? War es dieses Jahr? Ich glaube schon. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Plattformen und Möglichkeiten, wie du deine Sachen irgendwie weggeben kannst, verkaufen kannst oder auch verschenken kannst oder spenden kannst, alles Mögliche. Natürlich gibt es aber auch Sachen, die noch ziemlich gut sind und die dir vielleicht etwas bedeuten und die du nicht wegschmeißen möchtest, nicht verschenken möchtest und nicht verkaufen möchtest. Und da ist mein Tipp, der 6. Schritt auch, die Sachen aufzubrauchen. Beispielsweise habe ich einige Nagellacke oder auch Parfums und Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht mehr kaufen würde, aber die noch voll in Ordnung sind und die ich jetzt nicht unbedingt verschenken oder verkaufen möchte oder spenden möchte. Und auch wenn ich diese Sachen vielleicht nicht mehr jetzt kaufen würde, gibt es ja keinen Sinn, die einfach grundlos wegzuschmeißen, wenn sie noch voll okay sind. Und deswegen ist auch der 6. Punkt auf jeden Fall, Sachen aufzubrauchen und dann auch zu reflektieren, möchte ich das vielleicht nochmal kaufen oder war das irgendwie ein Fehlkauf und brauche das in Zukunft gar nicht mehr. Ach so, das war ja der 5. Punkt. Stopp, Abbruch, es war der 5. Punkt. Jetzt kommen wir zum 6. Punkt. Und der 6. Punkt ist Aufräumen und Ordnung zu schaffen. Bei mir persönlich hat das bedeutet, dass ich jedem Teil einen eigenen Platz gegeben habe und gesagt habe, du kommst dahin und du bleibst da. Okay, nein, das ist komisch. Denn für mich persönlich geht es im Minimalismus auch darum, Sachen wertzuschätzen und zu gucken, was habe ich eigentlich und ich kann dafür dankbar sein und ich brauche vielleicht gar nicht unbedingt viel mehr. Und deswegen mag ich es sehr gerne, jedem Teil einen bestimmten Platz zu geben und diese Sachen wirklich zu wertschätzen und nicht einfach irgendwo rumliegen zu lassen, dass ich das irgendwann verliere. Und ich mag es sehr gerne, diese Ordnung und Struktur zu haben und ich mag es sehr gerne, dass jede Sache seinen eigenen Platz hat und dort irgendwie gewertschätzt wird von mir. Ja, auch wenn das einige vielleicht komisch finden, aber ich finde das gut. Und jetzt haben wir schon alles aufgeräumt, ausgemistet, weggegeben und wir haben uns viel informiert und so weiter. Aber die wichtigste Sache ist eigentlich Nummer 7, und zwar deinen Konsum einzuschränken und darüber zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und ja, einen bewussten Konsum zu haben. Denn es bringt dir nichts, wenn du viel rausgeschmissen hast, aber genauso viel dann wieder nachkaufst und... Das ist doch nicht Minimalismus, ehrlich gesagt. Bei Minimalismus geht es ja vor allem darum, den Konsum auch bewusst zu machen.
sein, bewusst zu konsumieren und zu überlegen, brauche ich das, muss ich das kaufen und möchte ich das in meinem Leben haben. Und deswegen ist dieser bewusste Konsum ziemlich wichtig und irgendwo auch der wichtigste Punkt in diesem Video. Falls dir dieses Video gefällt, gefallen dir eventuell auch diese Videos hier. Abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, um weitere Videos über die Themen Minimalismus und Nachhaltigkeit zu sehen. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Tschüss.